Liebe Frauen und Männer, liebe Schweizerinnen und Schweizer, liebe Toggenburgerinnen und Toggenburger. Ich habe die Pressekonferenz einberufen, weil immer wieder behauptet wird, die SVP sei gegen alles, was aus dem Ausland kommt. Ich will Ihnen darum einen ausländischen Politiker präsentieren, der wie die SVP auch gegen die EU und die UNO kämpft, Politik auch als Krieg versteht und in seinem Land alle Ausländer erfolgreich ausgewiesen hat. Der Muammar Gaddafi. Hello, dear men and women. I like Merz, but Kalmirei is crazy. Genau, er misstraut wie die SVP auch unsere Aussenministerin. Und wie unseren Christoph Blocher im Ständeratswahlkampf, ist auch er im Krieg. Da habe ich jetzt nicht genau verstanden, aber ich glaube, er hat gesagt, in Libyen hätte er auch so dunkle Kammern wie wir im Ständerat. Libyen ist das House of Freedom. Genau, Haus der Freiheit, schon wieder eine Gemeinsamkeit. Und er ist auch ein Beweis für unsere energiepolitische Analyse, dass vor allem Ausländer viel Energie brauchen. Our oil is used only by foreigners. Also, was habe ich gesagt? Evelyn Widmer-Schlumpf is an agent from Al-Qaida. Da hat er, glaube ich, nebis verwechselt. Aber wer weiß? I have to leave now. Er muss leider gehen. Er hat ja in seinem Land auch noch einen Richtungswahlkampf gegen die Aerophilen zu führen. Und wie wir seit letzter Woche wissen, im Krieg ruft man in brenzligen Situationen halt die älteren Generäle.